Und let's go! Hallo liebe Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir spielen weiter mit dem Graf Wallner von Hallodri. Hab mir gedacht, wir zocken mal wieder ein bisschen weiter. Ganz normal, wie gewohnt, auf der PlayStation 5. Einfach weil ich keinen Bock habe, dass irgendein fehlerhafter Konsolenboard ja, mir halt den ganzen Mist versaut. Ich will mal gucken, ob ich die Kamera ein bisschen zurückdrehen kann. Nee. Ich finde nämlich Empfindlichkeit. Nein, Geschwindigkeit bei der Kamera. Ich würde gern ein bisschen, ne? Zugänglichkeit, das interessiert mich eigentlich alles nicht. Okay, schade. Ich kann also nicht machen, dass die Kamera sich ein bisschen runterzieht. Ich will mich mal umschauen, will mal gucken, was ich hier alles für... Ach so, ja, ich kann es ja nicht mit der Maus bewegen. So, was haben wir denn hier? Gibt Gladwin Mondi in den Gusemonde zurück? Ja, sprich mit Imelda Reyes. Besenprüfung. Oh, das ist überhaupt nicht meins. Zauberkunst könnte. Machen wir doch mal. Das hier. Helfen wir doch mal der guten Dame. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Ach ja, die Gute. Die Dame. Ich suche gerade noch ein Büchlein. Ja, ist natürlich blöd, wenn die Chipsschüssel da drauf steht. Da fragen wir mal nicht bei mir. Sieht es mal wieder aus wie so ein typischer Gamer. Alles steht um den PC herum und hast sie nicht gesehen und... Natürlich viel Essen und so ein Shit. Was war das? So. Die meisten Notizen, die ich mache, mache ich mir sowieso kaum. Brauche ich sowieso kaum. So. Sprich mit Sophoria Franklin. Wo ist die Alte denn? Die ist eins weiter oben. Da muss ich nach oben. Da wird man mich loben, glaube ich, hoffe ich. Der Zauberer, er brennt. Oh nein. Bist du etwa lebensmüde? Hast du irgendeine Vorstellung davon? Ach, die paar Spinnchen da. Ich meine, komm schon. La 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 la. Immer noch weiter noch. Boah, der hätte ich auch mit Besen noch. Hätte ich theoretisch auch mit Besen hinfliegen können. Viele interessante Leute aus der ganzen Welt. Ach ja. Kann ich einen Moment sprechen? Na klar. Kann ich helfen? Ich glaube ja. Ich bin übrigens Sophronia und ich brauche Hilfe von jemandem aus der 5. Klasse. Kennst du vielleicht Hera Diana Byrne? Sag nichts. Natürlich nicht. Niemand außer mir scheint sie zu kennen. Sie ist ja nur die größte Depulso-Meisterin aller Zeiten. Hat sogar kurz in Hogwarts unterrichtet. Ich habe keine Ahnung. Interessant. Erstaunlich, dass ich nie von ihr gehört habe. Es ist eine Schande, dass sie nicht bekannter ist. In meiner knappen Freizeit lese ich oft über große Hexen. Und es gibt viele. Das ist doch schön. Ich habe gelesen, dass sie hier in Hogwarts einen geheimen Depulso-Übungsraum errichtet hat. Aber raffiniert wie Hera Diana eben war, kann man den Raum nicht betreten, ohne Depulso zu beherrschen. Was Drittklässler natürlich nicht lernen. Und du bist Drittklässlerin. Blitzmerker, hm? Ich habe gehört, dass sich ihr charakteristisches Gewand noch dort befindet. Ich würde es so gern sehen. Würdest du Hera Dianas Gewand besorgen und es mir zeigen? Ja, gucken wir mal. Sag mir, wo ich hin muss. Dann sehe ich mir das mal an. Geh einfach zur Halle von Hera Diana am Fuß des Turms für Verteidigung gegen die dunklen Künste.
Dort findest du einige Depulso-Rätsel, hinter denen sich Teile von Herodianas Gewand befinden. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich was finde. Ich freue mich schon auf Herodianas berühmtes Ensemble. Vielleicht kopiere ich es. Okay. Ich sollte nach der geheimen Halle suchen, von der Sophronia erzählt hat. Klingt interessant. Depulso! Leviosa! Lazio! Warte mal. Confrito! Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen muss. So, ist natürlich etwas weiter runter. La 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 la. Kann ich das Ding öffnen? Natürlich nicht. Oh, doch. Hallo, Homura. Hallo. So, ach so, das war ja... Immer noch ein sehr interessantes Schloss knacken. Nicht identifizierter Gegenstand. Ach man, kann ich da nicht... Doch, das geht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ach, fuck. Unsichtbare Wand. Schade. Da muss ich also doch den offiziellen Weg gehen. Ich meine, ich könnte mir auch diese Seite hier nehmen, die mir zeigt, wo ich schlagen muss. An sich finde ich es hier echt... Ach, das ist auch wieder so eine Hassliebe mit dem Spiel, muss ich ganz ehrlich gestehen, um mal ein bisschen... Tacheles mit euch zu reden. Auf der einen Seite finde ich es ganz schick hier, so diese ganzen Gimmicks, das Kampfsystem etc. etc. macht halt... Ach hier. Hier ist ein Schmetterling... Achso, muss ich dem folgen? Aber... Oh, wo ist denn dieser scheiß Schmetterling jetzt hin? Ja, das mit dem Suchen ist ein bisschen too much. Also die Rätsel und alles sind soweit ganz okay, ja. Ich bin halt schon ein bisschen älter. Ich bin für die meisten Kram halt nicht mehr dazu gemacht. Warte mal, das ist Fight. Wingardium Leviosa. So, dann muss ich doch dieses drücken, ne? Depulso. Okay. Das muss der Eingang zur Halle von Herodiana sein. Nun, das ist sie. Die Halle von Herodiana. Dann finden wir mal diese Rätsel. Die Halle von Herodiana. Wir müssen jetzt drei Rätsel lösen. Revel. Warte mal, hier ist doch was. Oh, das ist nur der Eingang. Ah, okay. Mal schauen, ob Herodiana Byrne so gut war, wie Sophronia behauptet. Ah, okay. Also wenn das Rätsel war, ich dachte, es wird jetzt... Aber hier müssen wir viel Depulso machen. Interessante Truhe. Das war nicht so schwer. Was kommt als nächstes? Lass mich mal überlegen. Ranziehen. Und weg
ranziehen und wegbringen. Ach hier. Au. Warte mal, das war verkackt. Warte mal. Ja, ich glaube, ich weiß, was gemeint war. Aber ich glaube nicht, dass das... Doch, das bringt was. Egal, Hauptsache es funktioniert. Hauptsache es funktioniert. Lass mich mal raten. Das müssen wir hier irgendwie... Sollte nicht zwingend hier hin. Okay, das klappt so nicht. Schade. Aber was ist, wenn ich das anders mache? Okay, das klappt so auch nicht. Ach hier. Au. Ups. Oh, da ist noch eine Truhe. Fuck, hab ich verkackt. Komm, ist egal. So, lass mich mal ganz kurz überlegen, wo ich theoretisch lang muss. Das Ding muss eigentlich... Es darf da nicht runter. Ach hier. Impulsum. Ach hier. Impulsum. Konstriktum. Ach hier. Au. Ich habe auch keine Heiltränke mehr, darum muss ich mich auch mal kümmern. So, lass mich mal überlegen, was ist... Ah, das bleibt da. Okay. Okay, okay, okay. Das bedeutet, ich mache das mal andersrum. Ja, okay, 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 okay. Ich verstehe, glaube ich. Ich hoffe, dass ich das verstehe. Wenn nicht, bin ich echt ein kleiner Halodri. So. Aber ich kann doch theoretisch runterfallen. Warte mal. Das ist also die... Okay, so einfach ist es dann doch nicht, wie ich mir das gedacht hatte. Aber was ist, wenn ich das anders da mache? Kann ich da drauf stehen bleiben? Ja, das funktioniert theoretisch. Aber es bringt mir halt nichts, ne? Lass mich mal überlegen, wenn ich das... Nee. Das ist... Okay, okay. Oh mein Gott, solche Rätsel. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich habe hier drei. Hier habe ich aber auch drei. Das bedeutet, die sind auf der gleichen Höhe. Hier kann ich jetzt nichts gewinnen. Von da nach da kann ich auch nicht so einfach rüber. Aber wenn ich das dahin... Ach hier. Impulsum. Ach hier. Okay, ich kann die also... Ich kann... Okay. Ich kann nichts machen, wenn ich drauf stehe. Ich verstehe. Hoffe ich.
Wenn ich das jetzt nach... Warte mal. Wenn das jetzt so passiert... Aber da komme ich ja nicht rüber. Das bringt mir ja nichts. Und warum ist das hier so komisch? Kann ich da hoch? Ich meine, ich kann ihn jetzt noch ein bisschen herziehen. Aber das... Ich habe da eine Idee. Ich habe es herausgefunden. Wenn auch durch Zufall. Aber ich muss da ja irgendwie hochkommen. Oder ist das... Oh, ist das mies. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Kann ich das nach oben? Okay, so kann ich das also nicht ziehen. Es geht also wirklich nur zweidimensional. Ich kann zumindest die Truhe holen. Winterschall mit Hauswappen. Gucken wir mal, was wir alles bekommen haben. Außerordentlich ist eigentlich immer ganz gut. Also alles das Gleiche, das wäre besser, brauche ich aber noch eine weitere Stufe. Warte mal. Ich muss irgendwie darüber. Wenn ich aber darüber komme... Ah, das wird alles nix. Ich verstehe es halt nicht so ganz. Es gibt bestimmt Leute, die das da meinen. Oh, Wallner, du bist doch so ein Kacklappen. Du Horst. Wie kann man nur so blöd sein? Und damit habt ihr vollkommen recht. Sag mal, wie habe ich das hingekriegt? Ich kann ihn aber nicht so... Nee, geht nicht. Bin ich jetzt selbst so ein bisschen am Überlegen? Ach, verdammt. Ja, das bringt halt alles nichts, ne? Ich glaube, ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich nichts mehr machen kann. Ach hier.
Von da nach da komme ich auch nicht so einfach rüber. Hier bin ich auf der gleichen Sache. Das ist doch blöd. Ich muss gucken, dass ich den entweder vielleicht in die Mitte... Obwohl, Mitte ist eigentlich egal. Ich muss den wieder hier rüber kriegen irgendwie. Warte mal, der ist hier rüber, da rüber. Nein, da, 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 da. Ich glaube, ich muss den Raum resetten. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ach hier. Kann ich das so machen? Kann ich den Raum so resetten? Bitte ja. Bitte lass mich den Raum resetten. Gott sei Dank. So. Ach hier. Fuck. Was war das denn jetzt? Warum hat es dann jetzt gerade eben... Das verstehe ich jetzt nicht. Aber okay. Ich glaube, da muss ich hier lang. Kann ich ein bisschen besser agieren. Aber eigentlich kann ich mit... Kann ich das nicht glauben? Wie soll ich denn... Hä? Kann ich hier wenigstens mit Besen fliegen? Nee. Das verstehe ich nicht. Ich kann hier nichts machen. Das kann ich auch nicht. Aber warte mal. Okay, das sind nur Lichteffekte. Lass mich mal überlegen. Dahin komme ich, aber ich kann den nicht weiter nach draußen ziehen. Aber was ist, wenn ich das so mache? Ach hier. Das bringt mir aber auch nichts. Ich kann nur von unten und so hoch, so weit kann ich nicht. Hä? Das verstehe ich nicht. Wie sollen die... Hä? Verstehe ich nicht, Leute. Da bin ich überfragt. So. Ach hier. Was? Here.
Akir! Getötet! Akir! Hä? Ich verstehe nicht, wie das jetzt gerade passiert ist. Sag mal, bin ich blöd? Oder hat sich das Spiel jetzt... Genau, wenn ich ziele, fängst du an zu rollen. Sag mal, bin ich blöd? Eben ist etwas, was passiert, was richtig cool war, aber das bringt mir ja halt auch nichts. Sorry, das Rätsel verstehe ich nicht. Das Ding muss theoretisch da hinten hin. Aber zeitgleich muss ich es auch noch schaffen, hier drauf zu kommen. Das... Ich glaube, ich habe da eine ganz komische Idee. Wenn das klappt, ist es echt bäh. Wenn das wirklich so klappen sollte. Hä? Okay, das klappt nicht so, wie ich das gedacht habe. Das sollte eigentlich so nicht passieren, aber... Verstehe ich jetzt nicht. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Na gut. Jetzt bin ich schon wieder beim gleichen. Bin ich genau wieder da angefangen. Ich muss das Ding hier irgendwie mal hier hinkriegen. Egal wie. Dahin. Nee, das bringt ja auch nichts. Das müsste ich dann von hier aus machen. Also mein Plan ist, wenn ich hier stehe, muss dieses Ding hier hinten irgendwie hin. So, dass ich es da ziehen kann. Doch, ich weiß wie. Ich weiß, wie ich das hinkriege. Die Frage ist halt nur, kriege ich das dann auch so dahin? Falsch. Genau so in etwa. Nur, dass ich vorher halt noch darüber komme. Die nächste Frage ist jedoch, treffe ich das Ding? Überhaupt von da?
hier. Habe ich das jetzt wieder behauen? Nicht vorstellen. Nee, das muss schon so sein, wie ich mir das denke. Allerdings. Muss ich das wieder resetten? Weiter nach hinten kann ich es nicht ziehen. Das bringt mir alles nichts. Kann man das Spiel wirklich so krass softlocken, dass man nicht mehr zurück kann? Dass ich jetzt zum Beispiel sagen kann, ich kann es nicht mehr zur Anfangsposition üben, weil du kannst es halt wirklich nur wie so ein Schieberätsel hin und her schieben. Ist aber nicht so optimal. Eine halbe Stunde und ich bin zu blöd für so ein beschissenes Rätsel. Ich muss das resetten. Jetzt hoffe ich nur, dass ich das richtig hinkrieg. Dum, dum, dum. Ich muss auf jeden Fall hier oben stehen bleiben. Ja, ist ja blöd, dann krieg ich ja nicht mehr nach links. Offiziell. Ich weiß nicht, wie das eben funktioniert ist. Ich weiß nur, dass du... Hä? Also wenn das irgendwie gehen soll, dann haben die das so assi gemacht, dass man das einfach nicht checkt. Oder dass es mehr Zufall als wirklich. Ich muss da auf jeden Fall da hinten hin. Das ist klar. Und ich muss das Ding davon von dieser verwichsten Kackwand wegballern. Och, komm schon. Ich meine, ich weiß ja schon, wie ich das machen muss. Das Ding muss dahin. Das bedeutet, es müsste nach da hinten hin. Ja. Dann muss ich hier drauf. Muss das Ding hier rausholen. Und währenddessen muss ich hier so drauf springen. Die Frage ist nur, wie soll ich dieses Ding, was ich ja brauche, um hierher zu kommen, wie soll ich das dann schaffen, es nach links wieder zu bringen, damit ich damit überhaupt agieren kann?
Ist da ein Bug drin? Das verstehe ich nicht. Und ich weiß auch gar nicht, wie das gerade eben passiert ist, dass das da nach links gekommen wäre. Gekommen ist. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das verstehe ich nicht. Da gibt es halt auch keinen Anker oder sowas. Das verstehe ich. Keine Ahnung. Es hat doch eben geklappt. Also wenn ihr die Lösung kennt, schreibt's. Ich muss jetzt mal nachgucken. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.